Wenn es dunkel wird am Moskito, gehen wir gezielt auf die ganz kleinen Kaulbarsche. Einer der Topspots hier am Moskitosee und hier versuchen wir unser Glück. Also, ich baue mal das Setup passend zusammen für Kaulbarsch. Das heißt, ich nehme einen kleinen Haken, vielleicht auch sowas wie einen 20er nur, teste hier mal einen Regenwurm drauf. Klippen müssen wir eigentlich nicht, aber ich stelle das mal ein, so auf 6 Meter nur. Zack, locker raus aus dem Handgelenk und dann nochmal die Bremse ein bisschen runter machen. Ich bin ja hier viel zu groß unterwegs gerade. Und dann raus damit. Nächstes Setup, hier habe ich sogar was Ähnliches so schon drin. 18er Haken und Regenwurm funktioniert auch. Gehen wir hier auch auf den 6er Haken. Zack, locker raus. Auch hier wieder die Bremse ein bisschen runter. Und gib ihm. Und auf der anderen Rute zuppelt es auch schon los. Sehr gut. Also, auch hier wieder. Kleiner Haken, 20er. Und hier teste ich vielleicht einfach mal einen Mistwurm. Ja, Mistwurm dran. Runter hier auf 6 Meter nur geklippt. Ganz flach. Zack, aus dem Handgelenk. So. Und da zuppelt es schon los. Und da gehen auch die ersten Brocken schon rein. Ja, einer der wichtigsten Spots. Das war jetzt hier gerade mal eine Karausche. Warum einer der wichtigen Spots? Weil er einfach Frequenz hat und er liefert. Das ist halt das A und O. Guck mal, sogar eine Schleie hier noch an der Stelle. Er liefert. Das ist einfach das A und O. Wir brauchen im Anfängerbereich einfach Spots, wo wir ja schön einen Fisch nach dem anderen rausziehen können. Guckt euch das an, in welcher Frequenz das hier abgeht. Sensationell. Und das ist halt jetzt noch, wo es noch relativ hell ist. Wenn es dann gleich dunkel wird, dann geht es eben ab mit den Kaulbarschen. Hoffe ich mal, dass die heute da sind. Denn das betrifft halt alle Spots. Es variiert immer wieder, welcher Fisch zurzeit Bock hat. Abhängig vom Wetter, abhängig von der Temperatur, abhängig vielleicht sogar auch so ein bisschen von deinem Skill oder natürlich auch von dem Köder, den wir reingeschmissen haben. Und das sind halt viele Komponenten. Alter, da gehen aber die großen Karauschen auf dem Wurm hier. Nicht schlecht. Das kann man ja tagsüber auch richtig gut nutzen gerade. Sehr gut, ey. Na, da kann man doch schön was rausziehen. Und was haben wir hier? Auch noch die Brassen. Sehr gut. Also, der Vorteil auch an dieser Stelle und mit so viel verschiedenen Fischen, guckt euch das an, die Größen sind gar nicht so schlimm. Wenn man jetzt hier sieht, so ein 60 Gramm Karausche und sowas, das ist ja alles ohne Häkchen, kein maßiger Fisch, gar nicht wild. Wir wollen Kaffeeaufträge absolvieren und deswegen nehmen wir hier einfach alles mit. Guck mal hier, Schläfergrundel, auch sehr gut. Wurde vor einigen Monaten ein bisschen gebufft, bringt mittlerweile mehr Silber. Also, wir nehmen einfach alles mit, was wir kriegen können, gerade am Moskito. Güster, nice. Gerade am Moskitosee, weil wir am Moskito richtig gut verschiedenste Kaffeeaufträge absolvieren können. Und dann, wie gesagt, hier an der Stelle 71, 78. Ich zeige es mal auf der Map. Wir müssen gar nicht so weit laufen vom Camp aus. Einmal hier rum am Campingplatz vorbei und dann eben hier flach rausgeworfen. Und ihr seht, eine Wahnsinnsfrequenz. Kann das mal anders sein bei euch? Ja, absolut. Absolut. Denn Frequenz ist abhängig natürlich, wie gesagt, von Wetter, Temperatur und Co. Nichtsdestotrotz, immer wenn ich hier hingehe, fange ich in der Regel Kaulbarsche. Das ist eigentlich ein Safe Spot, gerade eben nachts für Kaulbarsch. Kann man immer wieder gut machen. Wenn man mal so ein Wettangeln mitmacht, zum Beispiel hier, und da geht es hier an Moskito ums Kaulbarschangeln, auch dann ist das möglich. Gerade halt so Stellen, die halt so ein bisschen grasig sind, wo ein bisschen Schilf ist, oder eben hier diese Entengrütze und die Seerosen, da läuft das immer wieder ganz gut. Und wie gesagt, hier haben wir alles, alle vier Komponenten zusammen. Und dementsprechend werden wir auch hier höchstwahrscheinlich ausreichend Kaulbarsche in der Nacht fangen. Und wie gesagt, Topfrequenz. Wir kriegen viele unterschiedliche Fische und dadurch kriegen wir schneller Skillpunkte beim Angeln. Das macht diesen Spot so gut, wie er jetzt hier ist. Vom Setup her, da gehe ich natürlich auch gleich nochmal eben ein bisschen detaillierter drauf ein. Gucken wir hier mal eben rein.
Ihr könnt natürlich, wenn ihr hier mit einem ganz normalen Feeder-Set Start steht, mit dem Starter-Set einfach hier angeln, ganz klar. Ich bin auch extra fein hier reingegangen auf 4,4 Kilo. Man muss natürlich nicht mit so einem übertriebenen Setup, was halt Endgame-Setup ist, sich hier hinstellen. Das holt man sich, wie gesagt, nur, wenn man keine anderen Sorgen hat im Game. Und dann holt man sich halt solche Winkelpicker, die halt speziell oder optimiert sind für sehr kleine Fische. Also, wenn ihr, also anfangs habt ihr diese Sorgen nicht und auch in den nächsten 20, 30 Leveln habt ihr diese Sorgen wahrscheinlich nicht. Von daher erstmal mit dem normalen Feeder-Set einfach hier hinstellen. Und das ist auch mit so ungefähr 4, 5 Kilo oder 3 bis 5 Kilo, da ist man da auch ganz gut mit bedient. Wichtig sind, wie gesagt, vernünftige Haken kaufen. 20er Haken als Größe sind gut. 18er kann man sich vielleicht auch noch holen und dann vielleicht nochmal sowas wie 12er und 6er Hakengrößen und dann hat man anfangs schon die meisten und wichtigsten Haken abgearbeitet sozusagen. Auch das wird alles noch erklärt in den verschiedenen Tutorials. Ich verlinke das auch nochmal für euch. Es gibt verschiedenste Tutorials bzw. eine ganze Tutorial-Serie. Da am besten mal durchschauen. Oder einfach mal komplett durchgucken, denn die letzte Tutorial-Serie habe ich übelst zusammengeschrumpft auf die Essenz sozusagen, auf die wichtigsten Punkte. Auch da dann einfach mal durchziehen, wo man und was, mit was man am besten anfängt. Ich bin gerade übelst überrascht, wie gut hier die Karauschen auch gehen. Das ist ja richtig geil gerade. Das heißt, hier an der Stelle lüppt es gerade richtig wild. Sehr, sehr gute Frequenz. Und das mit dem billigsten Köder hier, mit dem ollen Regenwurm. Übrigens, wenn euch mal der Regenwurm ausgeht, die sind recht günstig nachzukaufen. Ihr könnt aber auch einmal in der Stunde gratis zum Waldsee reisen. Das heißt einfach hier ab zu dem Waldsee und da dann einfach das Ersatzset kaufen. Das Ersatzset Pose ist es. Ihr kriegt dann direkt 30 Köder dazu. Ihr müsst aber das Ersatzset dann in das Haus reintun am Waldsee, damit ihr dann beim nächsten Mal wieder ein Ersatzset bekommt. Wenn das im Inventar ist, bekommt ihr das nicht. Mal gucken, wie lange das noch so geht, dass man da die Gratis-Köder regelmäßig bekommt. Aber ich glaube, bis jetzt ist das irgendwie noch so. Ja, ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist oder nicht, aber das ist halt eine gute Möglichkeit für Anfänger nochmal eben schnell an 30 Regenwürmer zu kommen, wenn man einfach zu wenig Kohle hat oder man hat aus Versehen keine Köder mehr, hat sich gerade was gekauft und ist dann blank, dann hat man da zumindest die Chance nochmal an ein paar Köder zu kommen. Nichtsdestotrotz heißt es auch als Anfänger immer ganz wichtig, Köder nachproduzieren, Köderbeschaffung skillen. Das ist wichtig, das sollte man nicht vernachlässigen. Krass, jetzt geht hier auch noch eine Brasse rein. Wilder Spot gerade, ich bin gerade wirklich angetan. Lohnt sich ja richtig. Da könnte man tatsächlich im Livestream mal hier so ein kleines Wettangeln veranstalten. Auf die verschiedensten Brocken abgefahren. Ja, das ist hier die Stelle. 71,79 wie gesagt. Ich ziehe gerade wild raus. Sensationell, so soll das laufen. Gerade für einen Anfänger natürlich wichtig. Also, ab hier an diese Stelle. Nutzt diesen Spot schamlos aus. Macht euch die Taschen voll. Und dann mit einem vollen Kescher ab zum Café gehen. Alles abgeben im Café, was man abgeben kann. Danach am besten den Kescher wieder voll machen. Das geht ja dann deutlich schneller, weil man noch nicht so ganz viel abgeben konnte vielleicht. Und dann gucken, dass man die nächsten Kaffeeaufträge dann absolvieren kann, wenn vielleicht das ein oder andere noch fehlte. Ja, und dann im Großen und Ganzen hier einfach schön Silber machen. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten hilfreichen Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.